Hallo, ich nehme dich heute mal mit. Im Nachmittag, die Sonne steht schon so ein bisschen tief. Wir haben heute schönes Wetter. Wir haben gerade Mittagsruhe. Ja, die Kinder sind oben, sie sind gesättigt und glücklich und machen Hausaufgaben und spielen so ein bisschen. Und ich wollte die Zeit nutzen. Ich war nämlich heute Morgen einkaufen. Aber nur in der Drogerie. Also nichts Tolles. Doch, es ist was Tolles. Ich war ja schon wieder so lange nicht mehr und ich brauchte wieder so ein paar typische Sachen. Ich zeige dir so ein bisschen was da drin ist. Ach, das kann ich dir auch zeigen. Das ist auch was ganz Tolles. Und zwar hat das die Elisa heute mitgebracht aus dem Kindergarten. Sie hatte das nämlich gespielt bei ihrer Freundin. Und wir fanden das richtig toll, dass ich überlegt habe, ihr das zu besorgen. Und jetzt haben wir das ausgeliehen bekommen. Können wir das erstmal ausprobieren? Richtig lieb. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist halt so ein Heft. Und dann ist da noch so ein Puzzle-Paket drin. Und das funktioniert eigentlich quasi nur miteinander. Und dann sind das solche Intelligenzspiele. Also ab 3 Jahren geht's los, gibt es solche Sachen. Diese Puzzleplättchen, die man dann da drauflegen muss. Also erstmal legt man das hier da drauf und dann muss man eben erraten, welches Tier das ist von denen hier. Und das ist ja hier die Maus. Das heißt, man muss jetzt dieses Häuschen einmal raussuchen und da drauflegen. Und das macht man jetzt mit einem Kästchen. Und zum Schluss, wenn man fertig ist, dann dreht man das um. Dann hat man die Farblösung. Muss man gucken, ob man richtig lag. Ja, geht schon los mit Intelligenzspielen und Puzzeln und sowas. Also es gibt es wohl auch für noch ältere Kinder, aber klar, für Elisa erstmal ab 3 bis 5 Jahren. Das ist wirklich toll. Also kann ich sehr empfehlen. Ich verlinke dir das auch einmal in der Infobox, falls du was für deinen Enkel, deine Tochter, deine Nichte oder sowas suchst. Ich finde es sowieso immer ganz schön, wenn man sowas hat, womit man auch was lernen kann. Und nicht nur reines Spielzeug ist. Das tue ich jetzt mal hier hin. Dann kann Elisa sich daran bedienen. Sie wollte eben gar nicht mehr aufhören, damit zu spielen. Aber sie ist jetzt erstmal zum Turnen jetzt gefahren. Also ich habe sie jetzt schon dahin gebracht. Jetzt habe ich ein paar Minuten Zeit und kann dir zeigen, was ich da Schönes in der Tüte drin habe. Oh, diese Sonne. Ich glaube, ich mache mal die Gardine zu. Also ich habe eigentlich nur so typische Sachen, die man so braucht. Also ganz normal diese Tücher hier, die mag ich sehr gerne. Die Boxen sind auch immer so hübsch, finde ich. Dann habe ich das hier gekauft für die Kinder als Gesichtscreme. Da fragen mich auch immer öfters welche nach, welche Gesichtscreme ich für die Kinder benutze. Also die finde ich sehr gut, die vertragen sie alle sehr gut. Die ist reichhaltig, aber nicht super fettig. Also man braucht auch nicht sehr viel davon. Man muss sie schon gut verteilen, weil sie halt auch so ein bisschen weißelt. Aber ansonsten ist es wirklich eine tolle Creme, die meine Kinder wirklich gut vertragen. Und meine Mädels vertragen ja nicht alle Cremes, die es so gibt auf der Welt. Von daher kannst du dir die anschauen. Auch für mich selber übrigens benutze ich sie auch mal, wenn meine Creme zu Ende ist. Also von daher ist sie wirklich super. Shampoo habe ich besorgt. Also welches Shampoo ich total gerne benutze, ist das hier. Das ist so mit Arganöl. Genau, ich habe gerade geguckt, wo steht denn das hier? Arganöl und Macadamiaöl. Also das ist pflegend und ich finde, das merkt man auch. Also es gibt echt riesengroße Unterschiede bei Shampoos. Als wir in den Bergen waren, da hatte ich ja gar keine Haarpflegeprodukte dabei. Ich habe einfach dort wirklich nur das Shampoo aus dem Hotel benutzt und meine Haare waren total strohig. Also ja, man kann wirklich vieles machen, wenn man die richtigen Haarprodukte benutzt. Ich wollte eigentlich das passende Shampoo dazu, die passende Spülung dazu haben, aber die gab es da irgendwie gar nicht. Deshalb habe ich mir noch diese Reihe hier mitgenommen. Und zwar ist das Repair und Pflege mit Kokosextrakt und dafür gibt es eben auch noch die passende Spülung. Dann habe ich. Es ist wieder Badezeit. Es ist ja jetzt wieder herbstlich und kalt und es wird früh dunkel und ja, da hat man richtig Lust wieder auf schönes Bad. Deshalb habe ich mir so ein paar Badeessenzen gekauft. Überall dran gerochen. Riecht sehr, sehr lecker. Oh, das riecht gut hier. Ich mache das ja so ein bisschen fruchtiger. Das ist so ein bisschen weihnachtlich, ja. Muss man auch mögen. Dann habe ich noch Duschgel besorgt. Duschgel geht immer ganz, ganz schnell alle bei uns. Einfach 2. Die müssen ja nichts Besonderes können, außer austrocknen dürfen sie nicht. Also da gibt es ja auch Duschgele, die
überhaupt gar keinen Pflegeanteil haben, die extrem austrocknen. Da muss ich mal so ein bisschen aufpassen bei meiner eigenen Haut, aber auch für die Kinder, wenn die das benutzen. Dann habe ich hier zugeschlagen beim Augen-Make-up-Entferner. Ja, davon brauche ich auch immer ganz viel. Einfach ohne Öl und dann kann ich die auch für meine Wimpern benutzen. Das sind die hier. Dann, wenn wir gerade schon beim Abschminken sind, zeige ich dir auch direkt das. Ja, aber das kennst du schon von mir. Also zwei Packungen wieder von meinem Reinigungsöl. Nichts Besonderes, benutze ich ja immer. Dann habe ich das hier gekauft, meine Q-Tips. Die aus Bio, die sind einfach am besten. Brauche ich immer eins oben im Badezimmer und eins unten am Schminktisch. Dann Zahnpasta. Und zwar nicht nur zwei. Als Zahnpflegefreak braucht man vier. Das geht auch super schnell bei mir alle. Also Justus benutzt das natürlich auch mit. Dann ist das schon alle. Und für die Kinder, das hat sich Elisa selber ausgesucht, süße, süße Maus. Sie wollte die hier haben. Dann habe ich nochmal, ja, zum Rasieren diese Klingen gekauft. Die finde ich ganz gut. Dann habe ich für Clara natürlich Nachschub gebraucht für ihre Haare. Oh, das habe ich auch gekauft. Kerzen. Ich hatte nämlich gar keine Kerzen mehr. Ich brauche ja noch Kerzen für meine Kerzen, die ich jetzt da oben habe. Die waren bisher immer aus. Und jetzt kann ich sie auch endlich mal anmachen. Das ist ein 50-Pack und die halten 4 Stunden, wenn sie brennen. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt besonders lange ist oder eher normal ist. Oh, das habe ich mir wieder geholt. Diese Spangen hier, die habe ich ja immer im Haar, wenn ich es mir hinten zusammen mache. Und ich liebe diese roséfarbenen, die sind so schön. Die gibt es gerade wieder, die gibt es ab und zu mal, nicht immer. Aber wenn es die gibt, dann schlage ich zu. Also guck mal, ob du die gerade auch bei dir hast. Diese Rosé-Goldenen, die sind so hübsch. Ist leider auch immer ein Brauner dabei, aber die Braunen sind auch okay. Die sind auch schön. Ja, und dann habe ich mir nochmal mein Make-up nachgekauft. Ich benutze den hier. Den finde ich gut. Also der ist immer schön neutral. Siehst du ja auf meinem Gesicht. Du kennst das ja. Wenn ich mein Make-up auftrage, sieht das immer ziemlich neutral und natürlich aus. Und das ist mir total wichtig. Und das kriegt das ganz gut hin. Ich habe übrigens hier die Farbe 2. Vanille. Das passt mir sehr, sehr gut. Ist nicht zu rosa, ist nicht zu orange. Ist, also ist sehr natürlich. Also passt mir sehr, sehr gut. Dann habe ich noch Wattepads. Oh, ich habe ja noch einen. Wie viel Pulle führte auch? Also 4 ist eine gute Zahl. Dann habe ich noch mehr Haargummis. Ich wollte mal diese kleineren ausprobieren. Ich mag die hier übrigens sowieso sehr gerne. Ich mag nicht die, die so rumgehen, sondern die sind ja so ein bisschen aufgefächert. Ich finde, das macht die Haare dann nicht so doll kaputt, weil bei Clara muss ich schon ordentlich einen Zopf machen, dass der auch den ganzen Tag hält. Und dann ziehe ich schon ordentlich und dann geht das, glaube ich, mit denen so ein bisschen schonender. Und zum Schluss habe ich mir nochmal meinen Augenbrauenstift gekauft. Den kaufe ich auch immer auf Vorrat. Da habe ich immer Angst, dass er alle geht und ich brauche immer jeden Tag Augenbrauen. Ja, das ist auch die Farbe Medium Brown. Das fragen mich auch immer ganz viele. Den finde ich am praktischsten. Das ist ein Stift, einfach schnell nachgezeichnet. Und dann ist man fertig. Und das ist jetzt der Haul. Den räume ich jetzt einmal auf. Kann ja hier direkt schon mal welche reinmachen. Bei den Blättern muss man ein bisschen aufpassen. Die sind nämlich schon ganz schön trocken. Ich habe da immer Angst, wenn da die Kerze drin ist und wenn das dann hochflackelt. Du kannst mir auch gerne mal schreiben, ob du schon was für Halloween geplant hast. Also Johann und Clara freuen sich schon riesig darauf. Haben sich auch schon Kostüme besorgt und sich überlegt, wie sie geschminkt werden wollen und mit welchen Freunden sie hier laufen möchten. So, das ist jetzt auch fertig. Die räume ich wieder in unsere Schublade hier unten. Da kommt ja immer alles rein. An Dingen, die man so braucht, aber irgendwie doch nicht ständig braucht. Hier unten. Da ist auch ein bisschen Platz. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ist es Zufall? Ist es Schicksal? Wer glaubt alles an Schicksal? Ich schreibe hier gerade, es ist übrigens mitten in der Nacht, es ist schon super spät, und ich habe eben eine Nachricht bekommen. Es ist zu schön, um wahr zu sein, ich weiß nicht. Also ich muss das gerade erstmal selbst realisieren, aber ich wollte es dir unbedingt erzählen, es ist einfach zu schön, um wahr zu sein eigentlich. Du weißt ja, dass wir auf der Suche sind nach einem neuen Haustier, endlich, seitdem Justus seinen Segen gegeben hat, ja.
Und ich habe mich ja schon ganz viel informiert. Also Tierheim wollten wir natürlich besuchen, aber ich habe mich auch über Rassekatzen informiert und in Frage kam ja für Justus vor allen Dingen British Kurzhaar, die findet er total schön. Und die sind auch pflegeleicht, weil sie kurzes Fell haben. Aber welche Katzenrasse mir auch ganz viel empfohlen wurde, war die Ragdoll. Also Ragdoll ist eigentlich gar nicht so bekannt, gibt es auch noch nicht so lange. Und die sind eben so halblanghaarkatzen. Du kannst das gerne mal googeln, dann siehst du ganz viele tolle, schöne Bilder. Ja, und also ich war halt auf der Suche. Es ist super schwierig, einen seriösen Züchter zu finden. Das war mir auf jeden Fall auch sehr wichtig. Und es haben eigentlich auch immer alle gesagt, dass man sich eben zwei Katzen holen sollte, zwei Katzenbabys, weil ja, sie sich dann eben auch zusammen haben. Das ist ja immer schön. Ja, und diese Nachricht, die ich jetzt gerade bekommen habe, das ist wirklich total schräg, aber mir hat eine Zuschauerin geschrieben, dass sie im Moment eine British Kurzhaar-Katzendame und einen Ragdoll-Kater kastriert hat. Und sie würde sich wünschen, dass die beiden ein neues Zuhause bekommen. Gibt es noch so ein paar Details, aber ich glaube, das, ja, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall aus persönlichen Gründen, sage ich jetzt mal. Also das ist ja schon schräg, oder? Ist das nicht schräg? Das ist doch total schräg. Ausgerechnet die beiden Rassen. Ich habe ja schon mit ihr ganz viel hin und her geschrieben. Also sie hat auch gesagt, ich darf ihr ganz viele Fragen stellen. Und das habe ich ja auch. Ich habe ganz viele Fragen. Warte, ich zeig dir mal kurz, was für Fragen habe ich denn zum Beispiel gestellt. Das ist ein ellenlanger Dialog jetzt. Und ich muss mal scrollen, aber es ist total lustig. Also wir schreiben uns gerade super mega viel. Sie hat mir auch schon Fotos geschickt. So hübsch. Also die beiden sind keine Kitten mehr. Es sind schon große Katzen, also 3 Jahre alt und 4 Jahre alt. Das war zum Beispiel auch etwas, wo ich dann schon dachte, na, nicht, dass sie schon super alt sind. Weil, also 7 Jahre wäre zum Beispiel jetzt schon zu alt, weil wir wollten wirklich gerne Haustiere haben, die uns dann jetzt lange begleiten. Ja, das war uns wichtig. Also das ist schon mal Häkchen. Ist okay, finde ich, oder? 3 und 4 Jahre alt. Dann, ach so, war mir wichtig, habe ich gefragt, verstehen sich die beiden gut und kuscheln sie auch und spielen zusammen? Weil wir hatten tatsächlich auch mal, das habe ich gar nicht erzählt, aber ich habe ja erzählt, dass wir schon mal eine Katze hatten, die Felice, ja. Und es war damals so, dass wir eben auch ganz viel Gerede gehört hatten oder ganz viele Leute uns eingeredet haben, dass Katzen ja keine Einzeltiere sind, sondern Rudeltiere oder zumindest einen Partner auch brauchen. Und ja, dusselig oder unerfahren, wie wir damals waren, haben wir das halt eben geglaubt und haben dann gedacht, wir müssten für unsere Felice einen Partner holen. Das war der schlimmste Fehler, den wir machen konnten. Also wir haben es dann gemacht und Felice hat diese Katze überhaupt nicht akzeptiert. Sie war sogar, ja, ich glaube, sie war auch sauer auf uns, dass wir einfach eine neue Katze irgendwie dann bei uns aufgenommen hatten. Sie war auf jeden Fall eine Einzelkatze, eine Einzelgängerin und sie wollte das auch. Also sie wollte uns Menschen nur haben, sie wollte keine Katzenkonkurrenz haben. Und daran, ja, ist auf jeden Fall nicht so gut geendet damals. Aber das ist eine andere Geschichte. Deshalb habe ich auf jeden Fall diese Frage gestellt und sie hat mir auch geschrieben, ja, dass sie total zusammen sind und so. Dann habe ich gefragt, also dann habe ich gesagt, ja, das hört sich toll an. Und dann habe ich geschrieben, tut mir leid, dass ich dich so ausfrage. Gibt es auch Kinder jetzt, mit denen sie gut auskommen? Ja, das konnte sie mir jetzt nicht ganz beantworten, aber sie meinte halt, dass die beiden Katzen wirklich super lieb sind und total, total lieb sind und quasi alles mit sich machen lassen. Das hört sich immer so schlimm an. Naja, aber es gibt ja viele Katzen, die mögen jetzt nicht so viel kuscheln oder sind dann auch mal zickig und hauen dann auch mal zurück und das machen die beiden wohl nicht.
Dann habe ich natürlich auch noch gefragt, kannst du mir etwas zur Fellpflege sagen? Ja, das ist auch etwas, worüber ich mich informiert habe, weil ich mich ja für Ragdoll interessiere und diese Halblanghaarkatzen brauchen schon auch eben Fellpflege. Also man muss sie auch kämmen. Und ich weiß, bei Mia damals, unsere Malteserhündin, vielleicht erinnerst du dich, sie war ja auch ein Langhaartier. Und da muss man eben auch immer kämmen. Und wenn man es nicht macht, dann kriegen die Tiere verfilzte Stellen. Und wenn man diese verfilzten Stellen dann auch nicht auskämmt oder rausschneidet oder so, dann fängt es an, wirklich noch viel mehr zu werden. Und dann sieht es nicht nur nicht mehr schön aus, sondern es ist auch nicht gut für das Tier, weil sich dann die Stellen an der Haut entzünden. Und das ist also alles nicht gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir wünschen uns ein Haustier, aber ich möchte jetzt nicht so viel in diese Fellpflege investieren, weil ich einfach nicht so viel Zeit habe jetzt auch noch für Fellpflege. Also wir haben natürlich Zeit und Lust auf Haustier. Natürlich müssen wir uns drum kümmern, aber Fellpflege ist dann wirklich nochmal so eine Sparte. Da muss man nochmal Zeit investieren. Und sie hat geschrieben, dass er ab und zu schon eine verfilzte Stelle hat. Gerade so am Halsbereich, weil da haben die Ragdolls eben so einen Kranz, so wie Löwen. Aber dass man das rauskämmen kann. Also man sollte sie wohl einmal die Woche kämmen. Ich finde, das ist okay. Einmal die Woche, das schaffe ich dann noch. Dann habe ich noch gefragt, ob sie Freigänger sind oder Wohnungskatzen. Ja, ich habe alle Fragen gestellt, die man so fragen kann überhaupt zu Katzen. Obwohl ja, wir uns irgendwie gar nicht kennen. Und aber sie ist total lieb. Sie hat mir alle Fragen beantwortet. Und sie hat geschrieben, dass sie beiden im Moment noch zu Hause sind. Ja, also keine Freigänger sind. Also das haben wir uns auch überlegt, aber das ist eine andere Geschichte. Kommt erst, wenn es wirklich auch so weit ist, wenn hier wirklich Katzen gab. Aber übrigens ist das da. Ja, heute ist eigentlich kalt, so ein typischer Herbsttag. Aber gerade wird mir so heiß irgendwie, ich glaube wegen dieser Nachricht. Mir ist so heiß, ich schwitze hier die ganze Zeit. Okay, weiter. Justus sitzt übrigens neben mir und er arbeitet. Also wir stören ihn nicht. Aber er ist auch total begeistert. Und er war sogar derjenige, der gesagt hat, was, das gibt's ja wohl gar nicht, dass es so ein Zufall ist. Und dann habe ich sie gebeten, weil ich so ein Bekloppter bin, habe ich sie gebeten, mir ein kurzes Video zu schicken. Und den Katzen, und das hat sie gemacht. Voll lieb. Ich habe auch geschrieben, musst du nicht machen, wenn es zu viel Aufwand ist. Aber sie hat es echt gemacht, also total lieb und super süß. Also ich zeige dir das jetzt nicht, weil es natürlich irgendwie privat ist. Ich habe sie auch nicht gefragt, ob das in Ordnung ist. Vielleicht mache ich das beim nächsten Mal, wenn es dann doch konkreter wird. Und jetzt haben wir gerade einen Termin ausgemacht. Also ich muss sagen, es hört sich alles perfekt, alles passt wie wirklich Popo auf Toilettendeckel. Arsch auf Eimer, weißt du. Ja, Justus ist da, siehst du. Du hörst sogar zu, ne? Ja, aber er möchte nicht gestört werden. Okay. Ja. Okay. Das passt einfach. Also auch alle Fragen, die ich hatte im Kopf und wo ich mir nicht so sicher war, ist, ob das und das und das. Ist eigentlich so perfekt. Und morgen früh fahren wir dahin zu ihr und schauen uns die beiden Mauzis an. Total schräg. Morgen. Wir müssen ein ordentliches Stück fahren zwar, aber ich bin so aufgeregt. Ich wünsche mir so sehr, dass es passt. Ich wünsche mir so sehr diesen Augenblick, wie damals mit Felice, dass sie, ja, zutraulich sind und dass sie vielleicht irgendwie spüren, dass wir passen, dass es bei uns das richtige Zuhause sein könnte. Oh, Mann, ich bin so aufgeregt, ich könnte heulen vor Aufregung. Es wäre so schön, es wäre zu schön, wirklich, es wäre zu schön. Deshalb muss ich auf jeden Fall Justus mitnehmen. Ich habe erst überlegt, ich wollte eigentlich direkt losfahren, quasi. Aber nein, Justus muss mitkommen, weil er der Rationale ist und er muss das Schlusswort sprechen. Weil ich bin sowieso ja jemand, der sich nicht so gut entscheiden kann, egal in welcher Hinsicht. Haustier-Hinsicht sowieso. Und Justus muss da mit und ja.
Ich mach das schon, keine Angst. Justus macht das schon, ja. Aber ich muss sagen, ne, in Sachen Tiere, da ist er eigentlich auch nicht so rational. Da ist er eigentlich auch sehr emotional und könnte eigentlich auch nicht wirklich Nein sagen mit Tieren. Aber ich bin gespannt, ob es morgen passt. Ob die beiden dann zu uns kommen. Und ja. Also wir haben Babysitter da für die Kinder, weil wir haben extra gesagt, wir möchten nicht mit den Kindern hin. Weil das ist dann, glaube ich, zu viel auch für die Katzen. Die können, ja, weiß ich nicht, plötzlich kommen da 5 Leute. Wollen es langsam angehen. Bin sehr aufgeregt. Musste dir das jetzt unbedingt erzählen. War schon so spät. Wir gehen gleich auch ins Bettchen. Und wenn ich morgen aufwache, dann fahren wir schon los. Drück uns bitte die Daumen. Es wäre zu schön, um wahr zu sein. Drück uns die Daumen. Ich habe noch nie so, also ich habe lange nicht mehr so etwas sehr gehofft. Ich halte dich auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Morgen. Morgen.